gebe euch dann noch die Wortkarten fürs U-Boot. Das heißt, Sie werden gleich auf dem Bildschirm sehen, dass da lauter kleine weiße Bläschen aufsteigen. Die Piloten lassen nämlich die Luft aus den Tanks unter uns. Somit werden wir schwerer und können ganz schnell abtauchen. Sie können auf der linken Seite auch schon schön die ersten Felsen von unserer Hafenmauer sehen. Einer von diesen Felsen wiegt ungefähr 4 Tonnen und es wurden 15.000 Stück davon verwendet in etwa, um die Hafenmauer von Puerto Calero zu errichten und zu stützen. So, und ich setze mich jetzt auch hin. Das sind Meeresaale. Die können bis zu 1 Meter lang werden und verziehen sich bei Gefahr komplett in den Meeresboden zurück. Und unser gelbes U-Boot mögen wir nicht besonders gerne, aber mit etwas Glück werden wir trotzdem einige sehen. Durchschnittshöhe, auf der wir uns bewegen müssen. Und wir kommen jetzt auf der linken Seite bei unserem ersten Schiffswrack für heute vorbei. Das ist die kleine Titanic von Lanzarote. Die Titanic sank ungefähr vor 17 Jahren und ist durch die Meeresströmung und einige Stürme komplett auseinandergefallen. Deshalb hat sie auch von uns hier den Namen die kleine Titanic bekommen. Es ist auch wie ein künstliches neues Riff hier und es leben ganz viele Barracudas da. Mit etwas Glück werden wir auch welche sehen. Aber normalerweise tauchen die immer auf, weil die wissen ja, dass hier immer ganz viele Fische und so gut schwimmen. Und drei, das sind heute Gelbstreben. Und die etwas runderen mit dem schwarzen Streifen und dem schwarzen Punkt, das sind die Geißelassen. Die gehören alle zu der Familie der Meeresassen. Und auf der linken Seite kommen wir jetzt bei unserem kleinsten Schiffswerk vorbei für heute. Das ist die Claudius. Die Claudius liegt hier seit ungefähr 10 Jahren. Bei unserem größten Schiffswrack für heute vorbei. Das ist die Tenderete. Die Tenderete war einmal ein Boot zum Thunfischfang und hat eine Länge von 32 Metern und durfte im Jahr 2007 mit Genehmigung von der kanadischen Regierung von uns von Submarine Safaris hier versenkt werden, um auch ein neues Riff zu geben und neuen Lebensraum für die Fische zu bieten. Sie wird auch sehr gerne angenommen. Thank you.
schon den ersten Barracuda. Der schwimmt vor dem U-Boot jetzt auf die linke Seite rüber. Ist aber noch ein kleiner, vielleicht sind wir. Wir haben eine Länge von ungefähr 18 Metern, eine Breite von 4 Metern und eine Höhe von 6,5 Metern. Und ein Gewicht, das ist nicht zu verachten, nämlich 106 Tonnen. Alleine die Batterien unter uns wiegen schon 10 Tonnen, die jede Nacht natürlich aufgeladen werden, damit wir gerüstet sind den nächsten Tag für die ganzen Tauchgänge. Mit Passagieren kann unser U-Boot bis auf 60 Meter tauchen und ohne Passagiere, nur die Piloten, bis zu 100 Metern. Ja, und für den Fall, dass es sich jetzt überlegt, auch ein kleines U-Boot zuzulegen, der Kaufpreis liegt bei ungefähr 3 Millionen Euro. Ja.